Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin, es ist schon wahr, auch die heutige Debatte zeigt, Aleppo offenbart unbarmherzig unsere Handlungsohnmacht. Das einzig Erfreuliche an dieser Debatte ist, dass wir versuchen, übergreifend Auswege aufzuzeigen. Ja, wir hatten letzte Woche zwei bemerkenswerte Vertreter der Weißhelme, die in Ost-Aleppo gearbeitet haben, jetzt in Aleppo arbeiten, zu Gast im Bundestag. Wir haben mit ihnen gesprochen. Und es war sehr bewegend, ihnen zuzuhören. Was mich am meisten bewegt hat, war ihre Bereitschaft, quasi zu spürende Eile, sofort wieder, letzte Woche Donnerstag war das, zurückzureisen, nicht hier zu bleiben, die Ruhe des freien Westens zu genießen, sondern zurückzukehren und zu helfen. Und nicht Asyl zu beantragen, sondern dort vor Ort zu helfen, uns aufzurütteln. Und dieses Aufrütteln muss auch dazu führen, dass wir deutlich stärker über unsere Werte und interessengeleitete Außenpolitik nachdenken. Und ich will das an drei Beispielen deutlich machen. Humanitäre Hilfe, die wir leisten, und der Kollege Annen hat es angesprochen, auch Kollege Röttgen, muss aber ankommen. Und es ist natürlich schön, wenn wir große Summen an Geldern zur Verfügung stellen, es aber nicht den Menschen vor Ort zugutekommen lassen können. Und da gibt es natürlich Überlegungen, die heikel sind. Aber wir dürfen hier keine Denkverbote haben und müssen auch darüber nachdenken, ist es möglich? Und wenn ja, in welcher Weise über Airdrops Hilfe unmittelbar abzulassen? Ist es möglich, Russland zu überzeugen, dass wir da wirken können? Humanitäre Hilfe muss auch ankommen und es darf uns nicht beruhigen, dass wir Mittel dafür bereitstellen. Zweitens, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir die richtigen Prioritäten? Ist es richtig, dass wir dem russischen Rational folgen und die Macht von Assad zementieren? Führt das nicht geradezu dazu, dass ein Großteil der syrischen Bevölkerung sich mit den IS-Extremisten, mit Daesh solidarisiert, weil nun mal Assad einen Großteil der eigenen Bevölkerung in die Flucht, ins Elend getrieben hat? Das ist der entscheidende Punkt. Und die Kollegen von der Linken, insbesondere die Fraktionsvorsitzende, fordert öffentlich dann auch noch einen Interessenausgleich mit Russland. Das ist das Bittere. Diese Form von Machtpolitik stützen wir nicht. Die Lage ist viel zu ernst, als dass wir das zementieren lassen dürften. Und der dritte Punkt, neben vielleicht einer Neuorientierung der Priorisierung, dass Assad ein Mann des Übergangs ist, der bald abgelöst werden muss, ist natürlich eine bessere Koordinierung des Kampfes gegen den IS. Auch hier gibt es noch viel zu tun. Aber die Zementierung, die Russland gerade leistet, führt zu tschetschenischen Verhältnissen. Wir wollen keinen Frieden von Grosny, weder in Damaskus noch in Aleppo. Dagegen müssen wir uns alle wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb abschließend vielleicht ein paar Folgerungen. Unsere Kollegen haben es bereits angesprochen. Das Sterben wird weitergehen, die Flucht wird weitergehen. Was bedeutet das für uns Europäer? Zum einen, denke ich, sollten wir alle diplomatischen Anstrengungen darauf richten, dass Iran und Saudi-Arabien weiter miteinander verhandeln, dass das, was letztes Jahr unter unserem Außenminister in Genf erreicht wurde, endlich in die Praxis umgesetzt wird. Damals ist es ihm und anderen gelungen, Saudi-Arabien und Iran an einen Tisch zu bringen. Das muss so bleiben und das muss verstärkt werden, denn die beiden Staaten führen dort Stellvertreterkriege. Nicht nur im Jemen, nicht nur im Irak, sondern geradezu in Syrien. Der zweite wichtige Aspekt ist, wir haben nächste Woche den Europäischen Rat. Der Bratislava-Prozess soll fortgesetzt werden. Das bedeutet, dass wir Europäer uns im europäischen Umfeld für Stabilität einsetzen, für Ertüchtigung auch ziviler Strukturen, von Bildung und Ausbildung, von Schulen, von guter Lebensführung, von sauberem Wasser, von medikamentöser, von sanitätsdienstlicher Behandlung. All dies müssen wir fortsetzen. Da sind wir zu schwach. Hier brauchen wir mehr europäische Beherztheit. Und man kann nur hoffen, dass die Abstimmungen am 4. Dezember in Österreich und in Italien im Sinne des Zusammenhalts der Europäischen Union ausgehen. Hier müssen wir ganz schnell handeln, wenn diese Abstimmungen Erfolg sind. Und noch ein anderer Gedanke. Wir Europäer brauchen gute Partner in unserem Umfeld. Die Brexit-Verhandlungen sollten zu einem Drittstaatenabkommen führen,
das die Türkei auch zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU heranführt, vielleicht auch die Maghreb-Staaten und andere. Wir müssen schauen, dass wir Rechtsstaatlichkeit, Demokratie in diesen Drittstaatenabkommen durchsetzen. Deshalb unterstütze ich auch und begrüße die vorhin angesprochene Initiative, die von Kanada vorrangig vorangetrieben wird, dass wir in den Vereinten Nationen, die durch den Weltsicherheitsrat gelähmt sind, in der Generalversammlung diesen Sonderbeauftragten beantragen, der die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und dazu führt, dass beim Internationalen Strafgerichtshof, der einst so wie seinerzeit die Verbrechen in Srebrenica angesprochen und gesühnt werden. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Sevim Dadelen für die Fraktion Die Linke.